Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Im letzten Part mussten wir die Nacht im Freien verbringen, haben uns gegen Monsterlar zur Wehr gesetzt. In diesem Part versuchen wir zurückzukommen zu unserer Basis, zu unserer Farm und einfach die Grauen zu vergessen, einfach zu vergessen, was hier passiert ist. Wir laufen dazu mal ein bisschen. Natürlich geht das Essen dann schneller runter, aber man will einfach nur noch weg aus diesem gottverlassenen Ort, das ist ganz logisch. Okay. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach in diese Richtung laufen, kommt alles gut. Wird alles gut. Ich glaube schon. Wie gesagt, wir müssen einfach nur diesen Spawner wiederfinden, den wir durch die Lava auch unschädlich gemacht haben. Diesen Dungeon. Ja, aber ich glaube, das sieht gut aus. Ist der zweite Fluss. Das Tal der Pharaonen liegt jetzt langsam hinter uns. Die Rüstung zieht uns natürlich stark unter Wasser, aber davon können wir uns jetzt nicht abhalten lassen. Naja. Ich war übrigens sehr überrascht, wie die Resonanzen dazu waren, dass ich ein Battlefield 3 Let's Play mache, weil viele einfach gesagt haben, nee, Battlefield 3 ist scheiße. Das kann ich nicht nachvollziehen und ich werde dieses Let's Play auch machen. Ich werde vielleicht auch hin und wieder ein bisschen Bad Company 2 spielen, aber hauptsächlich Battlefield 3. Einfach, das finde ich das bessere Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Kacke. Scheiße, wo ist denn dieser Spawner? Warte. Ach, Kacke. Ja, also ich finde das einfach das bessere Spiel und deswegen werde ich das auch intensiver spielen als Bad Company 2. Das ist einfach auch sehr viel intensiver. Bei Bad Company 2 hatte ich auch oft einfach so diese Ruhe einfach. Und ich weiß nicht, das darf im Ego-Shooter eigentlich nicht sein. Man müsste eigentlich konstant einfach auf Trab gehalten werden. Und das schafft Battlefield 3, trotz riesiger Maps einfach. Ich finde das beeindruckend. Und ja, deswegen finde ich das auch einfach ein sehr gutes Spiel. Scheiße, ey, wie kommen wir denn zurück nach Hause? Ich glaube, es soll einfach in die Richtung laufen, oder? Fuck. Man wundert, dass wir das Tal der Pharaonen schon mal... Verdammt. Das ist eine Oase, aber ich kann mich an keine Oase erinnern. Wo ist die Sonne? Scheiße, direkt über uns. Verdammt. Ich hätte kleine Leuchtfeuer platzieren müssen. Das habe ich jetzt nicht getan. Ach, verdammt. Gucken. Ein Hühnchen. Was machst du denn hier? Was ist das? Och, noch ein Hühnchen. Kleine Hühnchenfarm, Wüstenhühner. Okay, wow, was ist hier los? Eine Fackel? Warte, das müssen wir eben noch erkunden. Auf jeden Fall müssen wir das noch erkunden. Scheiße, aber wir haben natürlich keine Orientierung. Naja, gut, auf gut Glück. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Schon mein Opa gesagt. So. Kann weg. Nehmen wir eh gleich wieder auf, wenn wir so, wenn wir, na, sag schnell. Jetzt die erste Fackel setzen. Okay, hier ist Eisen. Wahnsinn. Haben wir diese Höhle vielleicht doch schon gesehen? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall. Oh Gott. Stirb. Ein Werwolf. Ach du Scheiße. Gut, aber das Eisen nehmen wir mal mit. Auf jeden Fall. Nee, Sättel brauchen wir eigentlich. Hier Knochen. Knochen braucht keinen Arsch. So. Natürlich lässt er jetzt die Knochen nicht liegen, dafür aber das Eisen. Trottel. So. Aber angeblich entspricht der einen so ein Block einem Kubikmeter, ne? Da muss ich einfach fragen, was für Superkräfte unser Protagonist einfach mal hat, dass er so große Mengen an Material einfach mitschleppen kann. Naja. Ist ja nicht mein Problem, ne? Ist ja sein Rücken. Scheiße. So. Okay, hier ist auf jeden Fall Sandstein. Das ist... Na gut. Ich würd sagen, wir verlassen diese Höhle einfach mal. Wir akzeptieren, dass es diese Höhle gibt. Haben hier sogar noch ein bisschen Eisen mitgenommen und dann... ist jetzt gut. Verdammt, da haben wir keine Orientierung mehr. Sonne geht da unter. Wo ist die Sonne?
sozusagen das Schlauste, was wir machen können, uns einfach ein bisschen an der Sonne orientieren, dass wir zumindest in die richtige Richtung gehen. Oder? Warte mal, die Sonne geht da auf, deswegen müssen wir in die Richtung, glaube ich. Scheiße, ich habe mich echt komplett verlaufen. Nein! Wir kommen schon irgendwann noch zurück. Keine Angst, wir kommen schon noch zurück. Glaub mir. Aber wenn alles gleich aussieht, besonders in dieser gottverdammten Wüste. Naja. Gut, es sind keine guten Karten hier auf jeden Fall für so einen Abenteurer. Auf jeden Fall nicht. Guck mal, da hinten, das sieht ein bisschen bekannt aus, finde ich. Ich hätte gern eine Karte, wo ich lang gelaufen bin, einfach. So, also von oben gesehen. So, das würde ich sehr interessant finden. Wahrscheinlich kreuze ich gerade meine eigenen Pfade und, naja. Ja. Da müssen wir jetzt durch. Verdammt. Na gut, auf jeden Fall ist hier Sand. Sand habe ich, erinnere ich mich auf jeden Fall daran, dass wir Sand hatten. Scheiße, das ist noch nicht aufgebaut, das Biom. Ah. Okay, wir folgen erstmal. Ich würde sagen, wir folgen erstmal diesem Fluss. Scheiße, ich hätte mir auch einen Kompass basteln sollen oder so. Ah, Mike. Scheiße, und ich finde diesen. Warte, das doch, da. Das kommt mir doch bekannt vor, oder nicht? Scheiße, der Spawner war auf der anderen Seite von irgend so einem Fluss. Wir sind in der Wüste. Flüsse sollte es hier nicht so viel geben. Warte mal, hier waren wir doch schon. Oh. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Ah ja, da ist der. Ah, da ist ja schon der Lavasee. Müssen der untergehenden Sonne entgegen, auf jeden Fall. Warte, hier ist doch der Lavasee, wo ich mir Lava rausgenommen habe, oder? Ich glaube ja. Ja, das war er. Sehr gut. Oh, gut. Ich sagte doch, ich habe einen guten Orientierungssinn. Dann sind wir zwar ein bisschen umhergeirrt. Ach, scheiße, Hunger. So. Heute Abend gibt es Chinesisch. Ach, das wird lecker. Und außerdem kann ich denn die ganze Woche jemanden bekochen. Ach, da freue ich mich schon drauf. Ach, ich freue mich so auf die kommende Woche. Das ist übrigens Urlaubswoche. Aha, das wird herrlich. Den ganzen Tag nur Kram machen, der mir gefällt. So. Mal gucken. Ja, das ist meine. Das sind keine Ruckler. Das ist meine Haus. Meine Haus. Meine Maus, die hakt. Ich kann Ruckler schon beurteilen. Vielen Dank. Ich finde es immer so geil, wenn mir Leute erzählen, nein, Farewell, das sind keine Lags, das sind Ruckler. Nein, das sind keine Ruckler, das sind Lags. Ich kann Lags sehr schön, sehr gut. Ich mach die mal kurz aus und wieder an. So. Schon besser. Ich kann Lags sehr gut von Rucklern unterscheiden. Ne? Weil ich nämlich mal einen PC hatte, der halt die ganze Zeit geruckelt hat und ich weiß, wie die Dinger aussehen. So, ganz vorsichtig. So, ah ja, hier ist Kohle. Kommt uns doch auch bekannt vor, wenn wir jetzt weiter in die Richtung gehen, müssten wir eigentlich gut. Ah ja, hier, da war ja schon das Schwebeholz, das kennen wir auch noch ein bisschen. Ja, genau, wir sind auf jeden Fall hier schon mal gewesen. Eine lange Wüste. Wir schaffen es auf jeden Fall in diesem Part nicht nach Hause zu kommen. Aber, Scheiße, ich habe mir schon gedacht, dass ich mich verlaufe. Okay. Das ist wieder eine Oase. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Scheiße, ein Nadelwald. Nein. Wir hatten ja keinen Nadelwald. Und die Sonne geht wieder unter. Nein. Warum wird es so dunkel? Fuck, regnet es? Scheiße, Regen in der Wüste ist gefährlich. Also so in der Realität, ne? Ich weiß ja nicht, wie es hier ist. Ja, wir sind wieder zu Hause. Oh, um Gottes Willen. Danke. Wow, also damit habe ich nicht mehr gerechnet. Auch nicht so plötzlich eigentlich. Jetzt wird es hier wahrscheinlich schneien. Nee, es wird. Doch, es schneit. Hier. Ja, wir sind nämlich im Snowbiome. Verdammt, da darf ich ja bald Schnee schippen. Ach, Kacke. So. Ach, ich hoffe, das wird nicht so arg mit dem Schnee. Ich habe nicht so Lust drauf.
Ich habe eigentlich darauf geachtet, nicht extra nicht im Snowbiome zu sein, und jetzt bin ich im Snowbiome nahe. Was soll's? Können wir jetzt zwei schöne Schneebälle werfen. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war ein sehr guter Part Let's Play Minecraft. Wir haben wirklich, diesmal wirklich was erforscht. Na gut. Und im Winterwunderland verabschiede ich mich dann von euch. Gut, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, euch dann auch im nächsten Part wieder begrüßen zu dürfen bei Let's Play Minecraft. Wir gehen ins Bettchen. Und ihr geht jetzt was auch ins Bettchen, denn es ist schon spät. Glaube ich, oder? Na gut, Leute. Schön.